Es gibt wohl kaum eine Stadt, in der es passender wäre, über das Zusammenleben von Einheimischen und Zugewanderten zu sprechen. Hier sind mehr als 60% der Menschen Ausländer oder Deutsche aus einer Zuwandererfamilie. Hier in Offenbach und hier gerade in der Theodor-Heuss-Schule, wo so viele Schüler familiäre Wurzeln in so vielen Ländern haben, gerade hier kann man jene Entwicklung beobachten und auch verstehen, die wir mit dem Begriff Integration bezeichnen. In diesem Begriff, in dem so viele unterschiedliche Erwartungen, Vorstellungen, aber auch Emotionen stecken. Wir fragen uns, wie verändern sich Menschen durch Einwanderung nach Deutschland? Wir fragen uns, wie verändert sich Deutschland durch die Einwanderung? Und wie schaffen es Menschen, trotz unterschiedlicher Traditionen, Religionen und Sitten, sich zum Wohl ihrer Stadt und zum Wohl unseres Landes zusammenzufinden? Wenn ich heute also über Integration sprechen will, so möchte ich Revue passieren lassen, was im Zusammenleben von Einheimischen und Migranten in Deutschland gelungen ist und an welchen Stellen wir von beiden Seiten noch nachjustieren müssen. Ich möchte sowohl über jene Menschen sprechen, deren Familien teilweise schon vor langem eingewandert sind, als auch über jene, die vielleicht erst vor kurzem hierher gekommen sind und die Chance haben, bleiben zu können. Denn Migration und Integration, das machen die Flüchtlinge deutlich, die in jüngster Zeit in großer Zahl nach Deutschland gekommen sind, werden doch wohl große herausfordernde Themen für uns alle bleiben. Offenbach nun ist nach langjähriger Integrationsarbeit zu Recht stolz auf seine Erfolge. Während der Architekturbiennale, wir haben es schon gehört, in Venedig, wurde ihre Stadt wegen der aktiven Wohnungsbaupolitik als Modell einer Arrival City, einer Stadt der Ankommenden, gefeiert. Offenbach kennt aber auch die Probleme von Zuwanderung. Viele von Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie seit langem mit dem Thema Migration vertraut sind, wissen, selbst die beste Integrationspolitik kann Reibungen nicht gänzlich beseitigen. Denn es ist nun einmal so, der Mensch fremdelt mit dem Fremden. Jede Migration, so stellte es Hans Magnus Enzensberger in seinem hellsichtigen Essay »Die große Wanderung« 1992 knapp und lebenserfahren fest, jede Migration führt zu Konflikten. Gruppenegoismus und Fremdenhass sind anthropologische Konstanten. Ende des Zitats. Das mag uns gefallen oder nicht, aber wir hören das und es kommt zusammen mit vielen Lebenserfahrungen, die wir selber gesammelt haben. Und wir machen uns vor Augen, wie so etwas funktioniert. Das gab es früher auch schon. Fremd ist bereits der Städter, der in eine Dorfgemeinschaft zieht. Wie viele Menschen haben das erlebt? Vor uns. Ich teile weder die Auffassung der Gegner von Einwanderung, die vor allem auf Misslungenes verweisen, noch teile ich die Auffassung jener bedingungslosen Befürworter von Einwanderung, die Risiken und Gefahren ignorieren und sich die Integration schlicht schönreden. Ja, Einwanderung erweitert unseren Blick. Sie bringt aber auch Probleme mit sich. Einwanderung ist immer beides, Bereicherung und auch Belastung, Gewinn und auch Verlust. Vor allem aber ist sie ein langer Prozess, der sich über viele Jahre und bei genauer Betrachtung sogar über Generationen hinzieht. Vielleicht haben Politik und Medien aus guter Absicht vielfach übersehen, wie vielschichtig die Fakten sind. Aber nur wer der Realität umfassend Rechnung trägt, findet auch bei den skeptischen Menschen Gehör. Wir sind spät dran mit unseren Diskussionen. Spätestens seit dem Anwerbestopp 1973, als die sogenannten Gastarbeiter ihre Familien nachholten, ist die Bundesrepublik Deutschland de facto doch ein Einwanderungsland geworden. Seitdem ist es keinesfalls mehr selbstverständlich, dass Nachbarn dieselben Erfahrungen und Erinnerungen,
dieselben Traditionen und Sitten teilen. Heute sprechen einige Deutsche auch Sprachen, die andere Deutsche nicht verstehen. Und sie feiern ihre Feste, während andere Deutsche zur Arbeit gehen. Das sollten wir uns bewusst machen, bevor wir jemandem mit fremd klingendem Namen bescheinigen, sie sprechen aber sehr gut Deutsch. Als sei das noch immer verwunderlich. Noch immer ein Ausnahmefall. Als sei Staatsbürgerschaft bei uns noch immer ethnisch und nicht republikanisch definiert. Was vielleicht als Lob gemeint war, kann dann wie Ignoranz oder Ausgrenzung klingen. Gewiss, meine Damen und Herren, Migranten werden in unserer Gesellschaft oft noch diskriminiert. Aber wenn sich Eingewanderte vor allem als Opfer von Diskriminierung und Rassismus sehen, bringen sie sich selbst um die Entfaltung ihrer Potenziale. Und was Entfaltung denn von Potenzialen betrifft, das haben wir heute wirklich hier hautnah erlebt und intensiv erlebt. Das ist eben unsere Möglichkeit. Diese, ihre, eure Potenziale könnt ihr hier entfalten. Jetzt schauen wir noch einmal und gucken ein bisschen, wo entstehen Probleme. Gewiss. Ein Beispiel. Der Islam ist bei uns manchen pauschalen Verdächtigungen ausgesetzt. Das ist nicht hinnehmbar. Vernünftige Menschen akzeptieren dies nicht. Aber wenn einige Migranten etwa schon eine historisch-kritische Auslegung des Koran als Islam- oder ausländerfeindlich abwehren, dann wird der Prozess der Gewinnung eines gemeinsamen Wir definitiv auch nicht gefördert. Meine Damen und Herren, ganz deutlich ist, wir brauchen also mehr Begegnungen in diesen Debattenbereichen, an diesen Reibungsflächen zwischen den alten und den neuen Deutschen. Wir müssen mehr miteinander reden, aber auch mehr miteinander tun, miteinander arbeiten, miteinander gestalten. Wir müssen auf allen Seiten die Anstrengungen erhöhen, damit dieses Land ein liebens- und lebenswerter Ort für uns alle bleibt. Die entscheidende Trennlinie in unserem Land verläuft nämlich nicht zwischen alten und neuen Deutschen, zwischen Einheimischen und Zugewanderten, auch nicht zwischen Muslimen und Nichtmuslimen. Die entscheidende Trennlinie verläuft zwischen Demokraten und Nichtdemokraten, zwischen jenen, die eine offene und demokratische Gesellschaft verteidigen wollen und werden, und jenen, die die Meinungsfreiheit nur ausnutzen, um Zwietracht, Hass und Gewalt zu sehen.